Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play World of Tanks mit Kai und Hendrik. Und mit mir, dem Christian. Wenn keiner hört mich. Nur der Arsch nennt sich selbst Chris. Hallo! Ja, ich weiß. Ah. Nee, weil keiner hat mich. Nein, das ist okay, er darf sich selbst nennen, solange er sich als letztes nennt, ja. Ja, das stimmt. Nein, wenn er sich als erstes nennt, ist er ein Esel. Hä? Egal, mach bereit. Der Esel. Hab ich jetzt der voll Esel. Der Esel nennt sich immer zuerst. So heißt das Sprichwort. Ja. Ja, aber ich hab mich ja nicht zuerst genannt. Ja, das heißt, du bist kein Esel, aber trotzdem mein Arsch. Warum? Weil du dich selbst genannt hast. Du hast mich eh vorgestellt, Alter. Der Kai stellt mich dir mal vor, du Mango. Ja, sie sagt, der Kai ist nicht macht und du machst dann selbst. Bist du ein Arsch? Warum? Mongo, Alter, halt die Fresse! Das ist die Ruhe 33. Ich muss für Gruselstimmung sorgen! Ich bin der Geist der Unnacht, ey. Gruselstimmung sorgen. Ich bin der. Blatt hat sich aufgehangen. Ich bin der. Okay. Kai, der ist ein Mongo. Kai ist ein Mongo. Du bist der. Du bist der, ey, ich schwör dir, du bist der, der. Ja, du bist der, ey, ich schwör dir, ey, du bist der. Halt die Fresse, Mann! Du Mongo, Alter! Du bist ein Mongo! Hallo, ich komme aus Steinhausen und möchte dir Blumen. Möchtest du Blumen kaufen? Wolle Rose kaufen, ja? Für dich oder für meine Frau, ich weiß ja nicht. willst du für mich eine Rose kaufen? Ja, komm zu dir mit so einem Rosenschal an, möchtest du für mich eine Rose kaufen? Ja, für dich immer, ey. Ist aber ich. Wenn Perry das schnabelt. Kauf nur für Perry das schnabelt hier eine Rose. Kai, schon fast tot. Das ist M3 auch was. Ich bin verwundet. Da war eine Arti. M3 Opfer. Alter, 1-4, Alter. Hendrik, wo bist du? Ich hab den Hilfe noch. Ich fahr so durch die Gegend. Aua, scheiß Arti. Hat fast auf mich geschossen. Ja, ich hab weg. Von dem blau-deutschen Panzer kommen wir. So Alter, ich bin hier eingekesselt! Alter, ich muss jetzt hier weg, Alter. Hier, das bringt keinen Sinn, hier zu campen einfach. Ich glaube, wir sollten abhauen. Ach, echt! You don't say! Du bist aber ein toller, Alter. Echt ein Mongo, Alter. KV1 kommt. I don't like that. Eigentlich sind nur etwas genaues. Alter! Überall Gegner und keiner ist irgendwo, um weg abzugeben, Alter. Total behindert. Das ist schick normal. Jetzt können wir den behagen. Boah, den ersten Schuss, den können wir nicht. Alter, schießt sogar mit Gold. Komm bei diesem Wichser nicht durch, Mann. Das habe ich gerade nicht getroffen. Ah, jetzt, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Erwischt. Tot. Alter, er ist voll behindert grad. Wo ist der? Die müssen wir Blatt kriegen. Da ist der. Wir haben sie nicht mal angegriffen. Das ist ein scheiß Winkel, würde ich niemals durchkommen. Wir müssen von hinten an den ran. Komm. Weil sonst haben wir Probleme. Theoretisch müsste ich bei dem eigentlich durchkommen, wenn er nicht so quer steht. Wenn ich mich nicht täusche, 110 Penetration. Es ist ein KV-1S.
KV-1, ja. Boah, Hendrik! Ich schieß da grad die ganze Zeit! Und du hast gerade geschossen, hab ich gedacht, das zieh ich mir schnell an dir vorbei, mach den KV-1. Ja, weißt du, wie schnell ich schieße, ja? Da kann ich schon mal der schnellste Panzer an mir vorbei. Ja, schlecht! Schlecht! Ich hasse es einfach, wenn jemand einfach vor mich fährt. Macht das nie. Schlecht! Scheiß T34, wo ist der? Irgendwo hier. Egal, wir müssen zurück. Die Basis, Dev. Ja, die A, die können die machen. Oh, ich hab einen T34 entdeckt. Dann töte ihn. Soll ich dir helfen? Ja, den geht okay, schon, das ist irgendwie, hat ein Disconnect. Behinderte Kinder. Steck die auf und du schießt auf die. Kriegst du's hin? Mama ist ein Abpraller. Ah, du stehst doch nicht mal in Position. Ja, weil ich schon schnell auf den T80 schießen wollte, aber das Ab war ja, Abpraller. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Komm von hinten. Besser von der Idee. Ah, diese scheiß Panzer-Selbstfallerfette. Ich stand genau vor mir und ich hab das nicht gesehen. So eine Wichsfette, ey. Ich schwör dir. Zum Kotzen. Naja, kann man nichts machen. Achtung, die hat die kurze, also die zweite Top Gun quasi. Also die 132 mit 220 ja, Durchschlag. Mit 200. Ja, toll. Da steht noch ein T14. Kenn ich aus meinem Grund. Jetzt bist du tot. Ja, wahrscheinlich. Doch nicht. Alter, du, dein Panzer ist so ungenau aus der Fahrt. Was du nicht sagst. Zum Kotzen, ich würde den gar nicht spiegeln. Oh, naja. Naja, es geht, es geht. Ich kann mich nicht beschweren. Das Panzer ist selbst voller Fett. Auf einmal taucht die direkt vor mir auf, Alter. Die deutschen Panzer waren nie dafür gedacht, aus der Fahrt zu spielen. Die standen irgendwo 3 Kilometer Entfernung und hatten da ihre beste Position. Und welches Match war das jetzt? 2, glaube ich, gell? Ja. Glaube ich. Ja, doch, es war 2. Jetzt kommen noch eine Runde. Wo hab ich mit Trinken? Da hab ich mit Trinken. Macht mal bereit, ihr Lutscher. Das ist nicht gerade eben die erste Runde dieser Aufnahme. Warum sollte ich das tun, ja? Echt? Sicher? Einmal das nicht gerade. Wir haben jetzt eine Runde gezockt. Hm. Sicher? Ah, stimmt. Ah, stimmt. Ja, stimmt, ey. Was denn? Ja, eine Runde bis jetzt. Ja, dann macht mal. Dann mach mal bereit, Kai. Wir warten ja, auf dich, doch. Mein Schatz. Wir waren immer auf den M3-Opfer. Ja, kein Wunder, dass der Kai keinen Bock auf den Panzer hat, ja, weil wir den immer Opfer nennen, Mann. Was los? Der hätte auch keinen Bock auf den M3-Opfer. Ganz im Ernst. Alter, guck dir mal den PZ4H an, Alter. Was für ein Suchti, Alter. Der hat keine Ohren. Alter, hat der kein Leben. Weißt du, ich hätte schon keinen Bock, den Panzer so lange zu spielen. Oh. Welcher Panzer? Alter, der PZ4H in unserem Team. Ich hätte nie so Bock auf einen Alter, Panzer so doch, lange, weißt ach, du? Das ist der PZ4H, ist der PZ4, Gefechte, ne? Ja, auf 10, also bei 10.000 Gefechte pro Panzer kann ich ja noch verstehen, aber 8.300 auf dem Panzer. Das ist richtig ich abgemalt. Ich hab nicht mal insgesamt so viele Gefechte, ja. Ich auch noch nicht. Das ist, weißt du, dann hat er nur 17.000 insgesamt, was ich schon, ich glaube, der hat er überhaupt einen Zehner? Glaub nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ohne Witz, der hat doppelt so viel Gefechte wie wir insgesamt haben, hat der nur mit diesem Panzer. Der Schwarz ist richtig abnormal, gell? Alter! Und dann fährt er noch nicht mal mit uns, Alter. Was für ein Depp, Alter. Hoffentlich stirbt er direkt von der Arti, weißt du, One-Shot.
Ja, mal ohne Witz, Alter. So, selbst der T32 würde ich nicht so oft spielen, wenn ich so 17.000 feststelle. Selbst die Hellcat würde ich nicht so oft spielen. Krass, was soll das? Du bist gerade voll gegen die Wand so gefahren. Das ist. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Und? Ja, ich weiß. Kai, was hab ich dir gesagt? Niemals bei mir stehen. Guck, wenn ich jetzt krass nach hinten fahren muss, dann. Dann fahr nicht nach hinten. Das guck fahr hier. Nicht nach hinten. Guck hier. Guck. Dann fahr nicht nach hinten. Ja, aber wenn ich mal nach hinten fahren muss, wenn ich dann noch einen gerade töten muss und dafür nach hinten als fahren muss. Als hättest du mich nicht auch schon blockiert. Alter, aber niemals mit Absicht. Wenn dann mit Unabsicht. Und du tust es gerade mit voller Absicht. Ja, ich muss mich irgendwo hinstellen. Mich nicht daneben. Dann geh ich halt ohne weg, Witz. Dann ist halt dein Busch, irgendwie. Alter. So ein Fixer. Ich hab den Fehl. Entweder Alter, du hast einen Turm, du kannst dich viel besser irgendwo hinstellen als ich. Aber du musst dich hinstellen, da wo ich bin, danke. Alter, ich hab da ein bisschen was aufgedeckt. Da kommt jemand, der will uns flankieren. Hier, der da. Hier. Oh, jetzt hab ich aus dem geschossen. Ich beschießen. Stepp. Mama. Denkt der echt, der ist nicht aufgespottet? Alter! Der ging voll durch ihre Panzerung. Sehr schön. Irgendwo hinten steht noch ein M8A1. Soll ich mit dir vorkommen? Ich weiß. Komme ein bisschen vor. Wow! Nein, nein, zurück! Da kommt was, S den wegmachen. Ja, ich schieß drauf! Hey, Hendrik! Aua, Kihi! Guck, was ich tun könnte, aber ich glaub, ich krieg den nicht. Der andere Witz hat sich da hinter den Stein gestellt. Ey, Leute, ich brauche Hilfe beim DW2, Mann! Der tötet mich sonst! Dankeschön. Erstmal ein M3 Opfer. Bin tot. Das ist scheiße. Ja, ich konnte mich nicht mehr bewegen, weil ich zu an den Berg gefahren bin. Ja, dann aus demselben Grund kann ich dich nicht. Jetzt push den T49. Der hat eh kaum Leben noch. Ich weiß nicht, wie viel du. Ja, den kannst du pushen, komm, guck. Da ist es nichts mehr. Naja, haben wir gut aufgehalten, die Seite. Nicht nur aufgehalten, wir sind durchgebrochen. Ja, ich meine ja aufgehalten mit Durchbruch. Weißt du, das hätten wir ja nicht geschafft. Läuft für uns, das ging gerade eben ganz gut. Konzentriertes Feuer und nicht einfach jeder ballert auf den, sondern wirklich erst einen ausschalten und dann erst den nächsten. Und klar. Nicht alle schießen einmal auf jeden und dann bist du tot und hast keinen Tod. Er ist auch behindert. Und klar, aber wie gesagt, bei dem M8A1 konnte ich dir nicht helfen. Ja, der kam auf mich zugefahren. Ich hätte ihn tot gekriegt, aber leider hat er zu, also ich habe zweimal Abpraller kassiert bei dem. Alter, willst du mich verarschen? Meine Gun ist zwar jetzt, übelst glaub, genau, wie die eingezoomt ist, aber uneingezoomt, typisch deutsche Gun. Alter, voll behindert. Es ändert sich erst. Das ist die letzte Folge, die ich jetzt aufnehme. Also jetzt, wo es zu Ende ist, haben wir auch aufgerufen. Letzte Runde. Okay. Ja, es ist aber jetzt noch eine Runde. Nee. Das waren jetzt schon zwei. Ja, bist doch immer drei, du Wichser. Seit wann das denn? Immer? Schon die ganze Zeit. Damit die erste war immer. Auch nur zwei. Nein. Ja, weil die so lang ging. Ja, die war auch drei. Wir haben es ja. Ja. War die auch drei? Nee, die war nur zwei. Ja, guck, es war drei. Jetzt komm, Kai. Komm. Och nee, ich hab keinen guck, Bock Kai. Mehr. Eine Runde noch, Mann. Nein. Doch, Mann. Nein. Doch. Kai. Oder warte. Du
Du musst ein M3-Lee spielen. Ich muss eh noch spielen. Kannst kein anderer. Okay. Mir sind gerade noch die Gefechte eingefallen, die ich noch machen muss. Ich muss ja noch die 5 Gefechte machen. Boah, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, aber ich will die noch machen. Ja, das können wir aber außerhalb der Aufnahme mit richtigen Panzern spielen. Mit anständigen, nicht mit so höheren Panzern. Ich muss sowieso meine Statistik nach dem jetzt wieder hochbuchsen. Ja, meine, ich kenne jetzt meine nicht, ich muss mal auf die Seite gucken. Weil da sieht man die immer aktuell, wenn man sein World of Tanks neu startet. Finde ich ziemlich geil. Nur wenn man sein World of Tanks neu startet. Ja, weil das musst du ja erst aktualisieren. Du musst ja deine Gefechte, die du gefahren hast, erstmal speichern, indem du World of Tanks schließt. Weil dann gibst du ja die Daten an denen ab. Und dann kannst du. Schnell den PC direkt ausschalten, damit das nicht speichert. Ich glaube, der speichert das trotzdem, weil dann wird auf Text trotzdem gespeichert. Ich glaube, irgendwie meine Statistiken sind wieder gesunken. Ich denke mal, meine sind so grün. Ich hoffe mal, dass sie über meiner Werte sind, also über 1668. Wenn nicht, dann auch nicht so schlimm. Ja gut, ich habe den Panzer heute auch schon wieder gemeistert. Also ich glaube, so schlecht kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Die paar Runden. Ich bin echt zufrieden, auf, so, weil ich Keimer, ganz im Ernst! Ganz im Ernst, warum fährst du uns hinterher ohne Turm, ja? Junge, warum spielst du den nicht wie ein Jagdpanzer? Weil ich keinen Bock hab, den wie ein Jagdpanzer zu spielen. Ich hab gar keinen Bock, aber ohne das. Alter, wie willst du einen Panzer, der ungenau ist, wie ein Jagdpanzer spielen? Der ist gar nicht so ungenau. Der ist gar nicht so ungenau. Der ist ungenau. Da finde ich meinen ungenauer. Da finde ich aber meinen ungenauer. Oder meinen aus der Fahrt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du spielst ihn halt nur gerade, naja. Ja, ich habe gerade keinen Bock auf so den halt Panzer hier. Ja, ich hatte ihn auch keinen Bock. Ich musste ihn halt spielen. Weil ich auf den T1 wollte. Aus, DW. Ist halt so. Ne, den T1 überspringe ich. Der DW kommt nicht. Den T1 überspringe ich. T1? Ja. Hä, du gehst doch eh auf den M4, Alter. Ja. Bist du irgendwie behindert? Den T1 überspringe ich, sag ich doch. Dann geh ich später wieder runter auf den T29. Hä, ich hab was aufgedeckt, Leute. Jetzt behagelt ein Schlüssel, aber keiner trifft, weil er ein Mongo ist. Oh, jetzt wo ich schießen kann, ist er wieder zu. Ja, schieß doch einfach blind drauf, Mann! Du wusstest nicht, wo der steht! Schieß einfach blind drauf, Mann! Du siehst doch auf der Karte, wo der ungefähr stand. Da einfach ein paar Mal blind reinschießen. Nein, jetzt schieß ich nicht mehr. Na, der steht 100%. Ja, okay. Ich geh jetzt mal spotten. Hier musst du noch sein. Ah, guck mal, der ist bis dahin gefahren. Wir müssen langsam vorgehen. Okay, drauf haben. Ein langsames kleines Problem. Unsere. Nein, du nicht. Du musst aus dem Hintergrund. Aber ist ein bisschen nicht so schnell und wendig. Guck mal, der ich hab hier ein paar Dings aufgespottet, Leute. Ey, Leute! Hilfe! Was denn? Hendrik! Was denn? Ja, der Hendrik, was macht der denn da? Hab ich mit dir geredet, du Wichser, Alter. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Nein, auch Kraller. Ich versuche von hinten zu kommen, den zu erschrecken. Ein bisschen rauszuholen, weil ich muss mir irgendwie Zeit verschaffen, weil solange ich auf Distanz bin, komme ich nicht. Ja, Mann, ich kann gerade nicht. Der kommt gerade auf mich zu. Ich bin halt noch Full HP, aber. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, Mann. Den kriegst du doch wohl alleine fertig, oder? Ja, gut. Ja, vor allem, weil er daneben ballert. Alter, mit 17 Leben! Ohne Witz, ich war beinahe voll eingesunken. Tut mir leid. Er schießt trotzdem daneben. Ja, sowas geht einem richtig auf die Nerven. Alter, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Damage wie diese Runde mit dem Panzer. Lol, BDR? Wo war der denn?
So ein Wichser. Schießt da einfach irgendwo. Naja, ich hab 340 Damage gemacht, ein paar Spot-Aufklärungen, also warum nicht? Gibt bestimmt gute Erfahrungen. Ich hab kaum Damage. Ich brauch die Erfahrung gar nicht. Irgendwie in den Anfangsrunden, wo ich den am Anfang gespielt habe, habe ich mit dem viel mehr Damage rausgehauen. Warte! Hinter dir, Kai, hinter! Hinter dir, Mann! Ihr konzentriert euch nur gerade auf einen Panzer, Mann. Erkennt dich jetzt. Dann konzentriere mich auf den Churchill, der mich getötet hat. Komm. Alter, willst du mich verarschen? 3-4. Mach doch mal den BDR weg. Oh, wollte gerade sagen, Mann. Mach mich nicht schwach. Unsere Arti macht aber auch gar nichts. Also, die spielt jetzt gerade nicht so genial. Was ist. Alter, was macht unser K-Monster? Macht das. Ja, ich seh's gerade. 3-4, warte doch auf deinen Kollegen. Der kommt doch eh. Deutsche sind echt scheiße aus der Farsch. Chris, rat mal, wie viel Damage ich jetzt gemacht hab. Wie viel hast du gemacht? 500? 712. Oh, nice, ich hab nichts gegen dich gesagt. Ich hab nichts gegen dich gesagt, meine schöne Krille. Chris, 712. 712, das ist nice. Mit M3 Opfer, nicht schlecht. Ja, 700 auf. Ah, trotzdem war ich Beste des Teams. Wichser. Bist du so ein behindertes Kind, ja? Ja, würde ich mal sagen, das war's nochmal wieder für die Folge. Let's Play World of Tanks. Let's Play! Mit dem Fiete Kai. Tank. Oh. Fiete Tanks. Fiete Tanks. Und bewerten nicht vergessen. Tschüss!